Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 hier bei uns auf dem Kanal auf der Ravenport mit Klaus Peter. Und ja, wir sind dabei, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Im Hof, Shop zum Hof. So, du kannst erstmal die Waschen werden. Ganz so eng hier. Mein Gott, das läuft heute. Das fängt schon gut an. Das kann auch gut weitergehen. Der eine ist nur am Mähen. Ich zeige euch das gleich. Den nur mal eben waschen. Sich die auch mal reparieren, ne? Ich finde die halt, die sehen abgenutzt halt so dermaßen super aus. Ich wasche gleich mal ein bisschen mit. Schön den Eicher waschen hier. Schön wischiwaschi machen. Schreit doch auch schon nach dem Thumbnail. Weg. Mal eins von hinten mit der schönen abgenutzten Gebrauchsspur belasteten Startmaschine. Oh, hat mir gemacht. Kannst du aber auch erstmal weg, weil ansehen muss ich jetzt gerade erstmal nicht. Direkt den Düngestreuer nehmen. Weil der IAC ist ja am Dingsen, am Mähen. Und ich habe ja noch, wenn ich das richtig weiß, haben wir noch eine Güte, was ist denn heute los? Eine Mähmission offen. Feld 4. Seite. Hab den Baum gefunden. Den Baum nochmal gefunden. Es ist auch schon wieder. Meine Güte. Heute. So. Wir haben Feld 4 doch schon hier drin, ne? Oh, dann stellen wir dich aber mal runter. Stellen den hier auf den richtigen Startpunkt. Und Kurzaufzeichnung beginnen. Und ist aber auch schon wieder typisch. Mal an. Was habe ich denn da stehen? Warum wird mir der denn nicht als Dings angezeigt? Der sollte, ah ja genau, der sollte zum Shop fahren. Was sollte er noch beim Shop holen? Schreib es mal in die Kommentare, was sollte er beim Shop holen? Ich halte es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was er beim Shop holen sollte. Naja. Werden wir dann schon wieder, wird uns dann schon wieder einfallen. Ich wieder starten und dann damit ich
Komm hoch runter, dann würde ich hier. Wenn das noch per Mausrad gehen würde, ne? Das wäre schön. Bin ja mal gespannt, welchen Weg jetzt zu Feld 4 nimmt. Lass uns überraschen. Entschuldigung, muss ich was trinken. Ja, es wird aber erstmal nur noch Folgen von der Ravenport geben, beziehungsweise noch Multiplayer-Folgen mal, wenn ich mal Lust habe, auf der Kandidin aufzunehmen. Und ich schaffe es einfach nicht, noch eine dritte Karte zu spielen. Das, ich bin. Die Ravenport mochte ich eigentlich schon immer. Also, ich habe damals, wo es die vorgestellt worden ist, auf der FarmCon 2018, habe ich mich schon in diese Karte verliebt und ich habe die eigentlich viel zu wenig gespielt. Weil am Anfang habe ich fast nur Multiplayer gespielt mit Kali und Wenzel und den Trupp. Was ist ja alles gut, aber wir haben halt auf dem Felsbrunnen gespielt. Weil mit 4, 5, 6 Leuten ist auf der Ravenport halt einfach zu wenig Felder. Und irgendwie Singleplayer habe ich irgendwie nie geschafft und nie Bock drauf gehabt. Und dann kam Crossplay, dann habe ich das mal ein bisschen versucht. Dann hat mich das aber so genervt, dass ich es halt auch wieder abgestellt habe. Und ja. Naja, ich hätte dich gern so ein bisschen. Bisschen näher am Feld. Ich hätte dich auch eher hier oben hingeschickt. Haben wir hier denn auch eine Straße links? Ja, haben wir. Gut. Wollte nicht die Lok öffnen. Hof. Feld. Machen wir gleich einen neuen Ordner. Hier. Packen wir direkt rein. Mal ein Stück vor. Und nehmen den neuen Puls direkt auf. Willst du das, will ich, dass du wieder zum Hof fährst. Weil das ist an sich eine ziemlich schöne Geste, weil so hast du die Crossplay-Kurse immer auf einer Linie. Du hast die nie irgendwie versetzt, wenn der hier jetzt nochmal längs fahren sollte, weil ich den hier nochmal irgendwie von Feld, was weiß ich, und der fährt hier rum, habe ich die Crossplay-Kurse auf derselben Spur, der fährt nicht irgendwie weiter links oder weiter rechts. Das ist halt total geil, die Dinger halt mit Autodrive einfahren zu lassen. Aber muss halt ab und zu ist das ein bisschen tricky. Ich habe auf der Magnum Board habe ich immer noch nicht herausgefunden, warum dieser Fehler jetzt passiert ist letzt. Dass der halt da meint, dass er sucht halt den kürzesten Weg und höchstwahrscheinlich wäre es da, weil er sowieso in diesem Punkt war, dass ja eine Spur in beide Richtungen war. Hat er den als Wendepunkt erkannt und wollte da halt den kürzesten Weg zum Hofsilo nehmen. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Aber prinzipiell funktioniert das sonst Bombe.
Wie gesagt, man hat die halt immer auf einer Spur fahren. Also wenn ich halt irgendwann, wenn wir halt später irgendwie echt mal 10 Traktoren haben und 2 Drescher und 2, 3 Felder auf einmal bearbeiten, kommen die sich nicht so schnell ins Gehege, als wenn ich, weil beim Einfahren, man macht immer doch wieder irgendwo einen kleinen Schlenker rein, wenn man, das ist gar nicht vermeidbar. Davon abgesehen, dass ich das Lenkrad nicht mehr stehen habe, weil ich finde Crosspay und Lenkrad zusammen, da müsste ich einen Beistelltisch haben, wo ich die Maus drauf habe. Habe ich aber nicht. Und ich will mir halt nicht noch mehr hinbauen, als ich hier sowieso schon habe. Und ganz ehrlich, mittlerweile, ich finde LS mit Tastatur und Maus echt angenehmer als mit Lenkrad. Ich weiß nicht warum. Gerade durch die ganzen Mods, wenn man dann... Ja, ich habe die Seitenkonsole zwar noch... Und Frontlader arbeiten ist mit der Seitenkonsole natürlich wesentlich angenehmer als mit der Maus. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber... So prinzipiell ist dieses Hin und Her mit den ganzen neuen Mods, dass du das irgendwie dann alle auf die Seitenkonsole legst. Nee, die Seitenkonsole ist nun mal keine Tastatur. So viele Tasten und Kombinationen kann ich da irgendwie... Nee, das kriege ich auch nicht mehr gemerkt. Und mit F1-Fenster, ja, das wird da dann zwar stehen, aber... Gerade wenn es denn darum geht, dass es halt irgendwie... Oh, einmal laut. Moment. Nicht so schnell fahren da auf dem Hof. Wollen hier gesittet bleiben, ne? Und das schon mal weg. Und wie viele Punkte da schon, Wege da schon enden und wieder anfangen. Stopp. Hof. Feld. Upp. So, dann müssen wir noch kurz generieren für Feld 4. Vorgewende einmal in den Uhrzeigersinn scharf generieren. Upp, super. Können wir den auch direkt abspeichern. Bringen 15 Meter. Packen wir direkt mit rein. So, dann haben wir Düngen, dann haben wir Feld zum Hof. Saatgut und Kunstdünger auffüllen und Hof zu Feld. Auch direkt speichern. Bringen 15 Meter LED. Er soll aufladen, bevor wir so. Dünger soll er aufladen. Und wir machen das jetzt direkt einmal. Starten wir hier. Ah, er müsste sich nämlich jetzt auch gleich selber tanken. Können wir gleich mal mit angucken hier. Ich wollte euch auch noch den, dass er eine Mäh zeigen. Ne? Und wir müssen jetzt gucken, was der Teleskoplader beim Shop holen sollte. Ich glaube, eine Schaufel. Und sauber machen. Bin mir aber nicht sicher. Oder eine Mistfork. Mistgabel. Fork ist auch gut. Das schaue ich gleich mal. Erstmal gucken wir dem jetzt mal eben zu, wie er sich auffüllt. Aber was freue ich mich drauf, wenn das hier irgendwann so weit ist, dass der hier alles das Wasser auffüllen, dass der überall dran vorbeifährt. Kurs haben wir ja letztens schon eingefahren, bei den Schafen hat er ja aufgefüllt und bei den Pferden. Da freue ich mich schon drauf. Das wird gut. Gut wird das. Das wird richtig gut. Mit dem Mist wird irgendwann, das wird kritisch. Da müsste ich mir wahrscheinlich. Achso, da ist eine Zahl, das tankt er auf. Jo. Wieder 100 Liter Diesel drin.
Mit dem Mist müsste ich mir was einfallen lassen. Gülle werde ich mir auch was einfallen lassen. Ich glaube, da werde ich mir einen. Werde ich Kurs einfallen, dass er überall welche abholt und die in ein Silo fährt. Und bei dem vom Silo aus dann die Felder zu. Zu bedüllen. Für Mist muss ich mal schauen. Ich glaube, das werde ich wohl nicht. Es gibt Schaufelkurs und so, das ist nicht das Problem. Das hat auch wunderbar geklappt. Man kann Schaufelkurs und so einfahren. Aber hier bei jeder Mistplatte die Schaufeldose einzufahren, wird das ein bisschen kritisch, weil das ist nicht immer ganz so viel Platz. Da müssen wir uns mal was überlegen. So. Er macht hier weiter Blödsinn, so wie es aussieht. Ihr habt den doch größer eingestellt, oder? Aber anscheinend nicht groß genug. Der Striegel, der wird auch wieder verkauft, ganz ehrlich. Das bringt ja irgendwie. So, 0, gar nichts. Also wirklich 0, gar nichts bringt das Ding, das ist. Das ist doch kein Lenkeinschlag, das ist ja lächerlich. Ach komm, das hat so keinen Sinn. Wir sind hier auf Feld 6, kann der Striegelkurs auch direkt gelöscht werden. Du kommst direkt zum. Job. Also schön ist, dass ich das Ding ja auch finde, aber wenn es halt so, es ist halt nicht kurzbildfreundlich. Das hat ja keinen Sinn. So. Macht dir das komplizierter als es ist, startet doch einfach an dem nächsten passenden Wegpunkt. Aktuellen Wegpunkt war von mir falsch gesetzt. So. Du sollst erwarten. Wir müssen hier mal eben zum. Das Speichern dauert dann natürlich schon ein bisschen länger. Zu den Schafen springen. Wir hatten dann nur eine Palettengabel, ne? Das muss dann auch bald. Ja, da musst du ja noch eine Mistfolge holen. Gut, die holen wir aber in der nächsten Folge, weil wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt. Eigentlich sind wir schon wieder drüber. Ich habe auch gar keine Musik laufen lassen, fällt mir gerade mal auf. Funktioniert ja heute. Ich hoffe, ihr seid trotzdem bis zum Ende dran geblieben, auch wenn keine Musik lief. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Immer artig bleiben. Ciao.